Meine lieben Freundinnen und Freunde, ich möchte euch begrüßen mit einem Stück Musik. Es handelt sich um Musik aus meiner Heimat, Schlesien, aus Boblowitz. Es ist der Soundtrack aus einem schlesischen Erotikfilm, den ich mir selber herausgehört habe. Das Stück heißt, wer unten liegt, muss kochen. Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal in Baden-Baden-Baden gespielt habe, sind, glaube ich, 70 Menschen gegangen. Es war ein sehr schöner Abend. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja heute wieder hin. Auf Baden-Baden-Baden bin ich aufmerksam geworden vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das war das Jahr, als Barack Obama zum ersten Mal Präsident geworden ist von der USA. Und seine erste Reise führte ihn nach Baden. Und ich habe zu Hause gesessen vor dem Fernsehgerät und habe das mit fiebernden Augen verfolgt. Und dann ging die Tür auf und dann kam Barack Obama, Michelle Obama, Angela Merkel und dann dieser Mann, den keiner kennt. Und dann blendete die ARD ein, Tiger, Affe und Eisbär entfällt. War mir gar nicht aufgefallen im Übrigen. Bei der Merkel weiß man ja, mit wem man es zu tun hat, nicht? Aber bei der Ursula von der Leyen, wer spielt die eigentlich? Ist das diese Anfasserin von diesem Maschmeyer, diese Veronika Ferres oder dieses Boda-Flittchen? Ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin so jemand, der eigentlich, ich suche die Gemeinschaft, den Konsens, ja? Und immer sagen Leute, was ist das für ein Land? Wir werden ja ausspioniert, die Amerikaner. Ich dachte, es sind unsere Freunde, die NSA. Sie spionieren uns aus. Warum tun sie das? Ich gesagt, weil sie es können. Also wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Das ist nun mal so. Nicht? Dass ausgerechnet jetzt die Gutmenschen sich darüber aufregen. Lächerlich. Ich bin ja selbst auch links. Ich bin aber auch reich. Ne? Weil wenn du als Empörungsdienstleister, wenn du es richtig gut machst, machst du richtig Schotter. Weißt du, stellst dich hin, ausverkaufte Häuser und erzählst was vom Mindestlohn, das kommt. Ja, es sind nicht überall die Hellsten, die rumlaufen. Ne? Ja, ich bin links und reich. Das ist schön, angenehmer als arm und links. Gut, richtig scheiße ist arm und rechts, dann bist du auch noch blöd, aber das steht ja nicht zur Diskussion. Nein, ich bin ein Mensch. Ich suche schon den Konsens, aber nicht also zu allen Bedingungen. Also ich sage zum Beispiel, wir müssen den Dialog führen. Ganz klar, wir brauchen den Dialog. Wir müssen lernen, uns zuzuhören, wenn ich was sage. Weil es einfach auch so ist, dass hier teilweise eine Scheiße erzählt wird. Nicht dieser kleine Gregor Gysi von Die Linke, der ist gut, wenn er Fragen stellt. Gefährlich wird es, wenn er Antworten gibt. Nicht? Wer zollt's ja? Ich hänge im Spitzensteuersatz. Ich weiß, wie das ist, wenn du ein halbes Jahr für den Staat, für die Gemeinschaft arbeitest. Nicht? Auch als Humorist. Ist gar nicht so einfach. Naja, aber ich habe so, wie gesagt, ich habe so Nachbarn. Und da fange ich eigentlich an. Weißt du, du kannst jetzt nicht die Revolution, das ist alles Moppelkotze. Nicht? Da haben ein paar, die machen ein bisschen dicke Backen.
Und mehr ist es nicht, nicht. Bleibt nicht viel von übrig. Also ich muss sagen, so in der Nachbarschaft kannst du viel verändern. Ich habe zum Beispiel direkt in der Nachbarschaft habe ich eine Frau, eine Nachbarin, ja, Sabine Hammer, geschiedene Sichel, so fängt's an. Alleinerziehend, Lehrerin, Vegetarierin, sie kennt dieses Gesindel nicht. Ja, hier der Volkskommissariat für Rache und Vergeltung, nicht hier. Hier bei den Grünen, ne, da ist sie mit dabei. Eigentlich Bolschewisten. Eigentlich Bolschewiken. Nicht, ich meine, ich sehe ja, wie das Land hier unter diesem rot-grünen Terrorregime leidet. Nicht, die Menschen haben ja kein Selbstbewusstsein mehr. Das ist traurig, mir tut das leid. Ja. Naja, und diese Frau Hammer, die kommt eben halt auch immer und sagt, ich bin alleinerziehend. Ich sage völlig zu Recht, nicht? Ja, nun, ich bin so in der Nachbarschaft einfach aktiv. Ich reiche den Menschen die Hand. Ich suche den Dialog. Ja. Bei meiner letzten Hausdurchsuchung bei ihr habe ich, warte mal. Nicht immer lachen dazwischen. Du hast alles Zeit, Mensch. Ich lese in ihrem Tagebuch. Da schreibt die rein, Rebers, die alte Sau schnüffelt bei mir rum. Daran siehst du, wie die eigentlich, nicht, dass man mit so einer Bemerkung einen Menschen noch verletzen kann. Kommen die gar nicht drauf. Aber da sieht man, was die wollen. Es geht eigentlich darum, die Mehrheitsgesellschaft auszugrenzen. Das wollen die. Am schlimmsten ist die Friedensbewegung. Nicht? Weil die Mehrheit ist für Krieg und das sehen die nicht ein. Nicht? Die Mehrheit ist für Gewalt, sehen sie nicht ein. Ich weiß auch nicht, wo kommt denn der Hass her gegen die Gewalt? Diese Intoleranz. Dass da mal einer mit dem Knüppel nach Nordkorea fliegt und dieses dicke kommunistische Nervenbündel einmal herprügelt nach allen Regeln der Kunst, bis er sagt, ich will es nie wieder tun. Da kommen unsere Sozialarbeiter und sagen, Gewalt ist keine Lösung. Na gut, du Arschloch, da gibt es den Krieg. Also ist doch schon krank. Wir haben bei uns im Haus eine Frau, die hat 2 Weltkriege erlebt. Die ist 94. Ja? Und natürlich achte ich darauf. Holt sie ihre Post rein. Ich habe die Augen offen. Und wenn sie die Post nicht reinholt, dann klingel ich und frage, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Das ist meine Aufgabe als Bürger und Nachbar. Andere würden sagen, aha, der schon wieder. Nein, mir geht es auch ein bisschen um Nächstenliebe. Ich halte nichts von diesen Snowdens und diesen ganzen, das sind doch alles Nerds. Die sitzen doch den ganzen Tag mit Mundgeruch vor ihrem Rechner, ferkeln mit der Maus umeinander, ernähren sich schlecht, haben schlechte Haut, weil sie nicht raus an die Sonne gehen, weil sie nur vor ihrem PC sitzen. Die könnten auch bei der Allianz sitzen und Renten ausrechnen, die keine Sau mehr kriegt. Aber nein, sie hören unsere Telefongespräche ab, diese Arschlöcher. Das ist doch kein Vorbild. Da ist Stasi noch richtig menschlich gegen. Die haben sie nicht in deinen Rechner eingehackt, Hase, sondern in dein Leben. Ja. Tolle Leute. Sind dann bei dir ins Haus eingezogen, haben Tag gesagt. Du bist mit dir in den Urlaub gefahren, weißt du? Ostsee. FKK, wir waren ja frei, weißt du? Schwanzparade und so. Ja. Haben sie die Titten gewogen und haben sich unter solche Achsel, ganze Pudel, wurden durch die Ostsee gezogen. Von den Frauen. Wuschi, wuschi. Ja, komm, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht normal. Dann setzen sie sich hin, abends an ihre Erika und kloppen in ihre beschissene Schreibmaschine mit Durchschlagpapier, dass du Bücher aus dem Westen beziehst. Ja, und ich meine, das hat noch eine Qualität. Nicht, dass da menschelt es. Das ist so, so bin ich auch. So bin ich auch. Menschlich. Mir geht es um die Menschlichkeit. Unsere ganze Gesellschaft redet von Kommunikation. Wo ist denn Kommunikation? Die gucken doch alle nur noch auf ihre Smartphones und schreiben SMS. Das macht mich traurig. Ich habe neulich unsere alte Dame im Haus gesehen, wie sie um die Mülltonnen geschlichen ist. Ich sage, was geht denn da? Was macht die denn? Hatte sie auch diesen, wie heißt das, diesen, hoffentlich erkennt mich keiner Blick. Also es lag ein begründeter Anfangsverdacht vor. Ich habe jetzt nicht gleich den Sigmar Gabriel angerufen, im Übrigen nicht, aber ich habe dann einfach den Monitor ein bisschen aufgezogen. Du, und dann guckt die sich um, zack, zack, macht die Mülltonne auf und schmeißt was rein. Ein Müllsack. Ich war sofort da. Und da sage ich, guten Morgen, Mütterchen. Na, was machen wir denn? Ist ganz wichtig, dass man die Menschen mit ins Boot holt. Ja? Gerade auch, das ist auch die Sprache der internationalen Diplomatie. Es geht um uns.
Nicht ihr, ihr, ihr. Putin, Putin, Putin. Nein, wir. Was können wir gemeinsam erreichen? Da sagt sie zu mir, ich hab nur den Müll ausgebracht. Aha. Nur den Müll ausgebracht. Dann schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Das ist der Ton der internationalen Diplomatie. Wir gemeinsam. Ich springe in die Tonne, schneide diesen Müllsack auf und siehe da, dann geht's los. Als erstes finde ich Batterien. Batterien! Ich sage, Sie können doch keine Batterien in den Restmüll schmeißen, wenn das Frau Hammer erfährt. Batterien! Blumenkohl. Ich gefunden, ganz unten. Blumenkohl. Ich sag Blumenkohl. Aha. In den Restmüll. So, so. Dass Sie in Ihrem Alter nichts mehr einfrieren, das ist ja klar. Aber wir haben hier die Mülltrennung. Dafür haben wir Jahrzehnte gekämpft. Batterien, das ist Sondermüll. Und wir haben die grüne Tonne. Die ist natürlich braun. Da kommt der Blumenkohl rein. Ja, da sagt sie zu mir, ihr gefällt mein Ton nicht. Ich sag, sind wir wieder so weit? Diese Sprache, die verstehen alte Leute noch. Ist doch völlig, auch diese ganze falsche Rücksicht, woher denn? Ich sag, meine Mutter, die hätte keinen Blumenkohl weggeschmissen, weil wir waren arm. Wir waren Flüchtlinge, wir hatten nichts. Ja, ihnen scheint es ja ganz gut gegangen zu sein im Dritten Reich, habe ich zu ihr gesagt. Da hat sie aber geguckt. Ja, ich sag, solange der Feind noch da ist, schnappt ihn euch. Ich setze mich auch auf Behindertenplätze. Wo ist das Problem? Das würde Frau Hammer niemals machen. Ach Gott, allein schon diese Aura. Da habe ich kein Problem mit Aura. Wenn der Platz frei ist, setze ich mich dahin. Natürlich, wenn jetzt jemand kommt und möchte diesen Behindertenplatz haben, das ist ja nun selbstverständlich, ja, dann lasse ich mir den Ausweis natürlich zeigen. Weil dazu ist er ja da. Ja, jeder Deutsche hat die Pflicht, sich auszuweisen. Wenn Sie das übrigens einem Türken sagen oder einem Syrer, können Sie sich ausweisen. Wenn er Humor hat, sagt er, muss ich das auch schon selber machen, du Arschloch. Sie können aber auch sagen, Sie bleiben sitzen und sagen, ich bin auch schwer behindert. Ich habe rechts nur einen Arm. Wir wollen singen. Wir wollen singen ein Arbeiterlied, das Arbeiterlied Hausmeister, Hausmeister. Featuring Jennifer Lopez, Stoffel Welle und Gerhard Polt. Kinder spielen im Treppenhaus, drücken ihre Zigarettenkippen aus. Ich sage, Kinder, lass das sein, ich trage dich ins Notizbuch ein. Dann gehen sie auf den Innenhof und sagen, der Hausmeister ist doof. Get the fuck, man, get the fuck off that. Yes. Ja, sagenhaft. Listen well, I'm DJ Raby. Ich bin der schlesische Slim Shady. Meine Beats sind cool, meine Lines sind gekonnt. Und ich rappe für die Hausmeisterbefreiung von. Ich hab ne riesige Werkzeugkiste. Ich habe hier die Mängelliste. Bekämpfe Terror und den Rost. Lese gern mal deine Post. I need no NSA, no prison. Well, I've got music, I've got rhythm. Ich repariere hier rund um die Uhr. Ich reppe bei der Reparatur. Ja, sagenhaft. People, well, I'm Mr. Ravers. I am one of your favorite neighbors. Ich schau nicht weg, nein, ich schau hin, weil ich der Hausmeister bin. I am the leader of the neighborhood. Don't let me be misunderstood. So, let me be your VIP. Get your horse and follow me. So, the FCC won't let me be or let me be. So, let me see. They try to shut me down on MTV, but it is so empty without me. Ich lese ja auch die Post meiner Frau, ne? Naja, es ist schon, gibt schon noch Ehen, wo die Frau weiß, wo ihr Platz ist. Steht schon im Alten Testament geschrieben, was nützt das Dach über dem Kopf, wenn ein unzufriedenes Weib darunter haust? Das ist Gottes Wort. Im Koran steht es noch präziser. Das Weib soll nicht mit den Füßen scharren. Aber es scharrt. Seit dem ersten Sündenfall scharrt das Weib. Auf ewig, immer scharrend die Scharrende. Ich spreche zu meiner Frau, lass ab vom Scharren. Lass ab vom Scharren, wir haben Parkett. Jetzt kriegt die einen Rentenbescheid. Ich mach den auf. 115 Euro, ein paar zerquetscht. Ich sag, Hase, das wird knapp.
wird sie sich ein bisschen einstellen müssen, nicht? Da sagt sie, aber das kann doch nicht sein, meine ich doch. Natürlich kann das sein, kannst du ja lesen. Aber davon kann man doch nicht leben. Ich sag, hier nicht, in Pakistan schon. Wir sind ja Exportweltmeister. Wenn jetzt diese Faschisten in Katar, wenn die jetzt Kampfpanzer von uns kriegen, dann legen wir den paar Pensionisten oben drauf, dann haben sie gleich Leute, die die Karren fahren können. Man muss diesen Wüstensöhnen schon mal klar machen, ein Leopard ist kein Kamel. Ja, ja. Nicht. Dann nutzt auch die Shoppingtour in München nichts. Oder in Baden, Baden, Baden. Nicht. Ja, das ist ein trauriger Rentenbescheid gewesen, nicht? Sie hat gesagt, aber das kann doch nicht sein, dass ich, also Frauen werden ja immer noch schlechter bezahlt, Frauen werden immer noch schlechter. Ich sage, warum bist du denn nicht schwul? Nicht, dann wären wir Doppelverdiener, würden wir ganz anders dastehen, nicht? Aber wir waren ja blöd genug und haben die Kinder doch selbst gemacht mit Fiki Fiki, verstehst du? Ist ja so blöde, ist man heutzutage, nicht? Ich habe zu ihr gesagt, Hase, du kannst doch jetzt riestern. Sagt sie, riestern? Ach ja, davon habe ich gehört. Ich sage, genau. Da zahlst du 20 Euro ein, dann bekommst du 13 Euro raus. Und bei einer Lebenserwartung von 4.500 Jahren kriegst du sogar 21 Euro raus. Ja, da hat sie schon geguckt. Da wurde sie traurig. Ganz traurig. Ich habe gesagt, nun Schatz, nun sei doch nicht so traurig. Du bist doch nicht allein. Nimm die mich in den Arm. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich meine, Moment, so war das gar nicht gemeint. Ich meine, diesen Rentenbescheid haben doch noch ein paar andere Frauen bekommen. Also, verstehst du? Dann besteht wieder die Möglichkeit zur Solidarität, nicht? Also eigentlich kriegt so ein Rentenbescheid jeder, der einen sozialen Beruf erlernt hat. Meine Kinder dürfen keine sozialen Berufe erlernen. Das kommt nicht in Frage. Ich will auch nicht ins Krankenhaus gehen. Ich will nichts mit Menschen zu tun haben, die kein Geld verdienen. Nicht in diesem Land sagt man sich zu Menschen, meinetwegen, der erlernt Altenpfleger, ja, Kackeputzer, würde man sagen. Ja. Und da sagt diese Gesellschaft, in der wir leben, die sagen dann, wenn schon jemand so doof ist, so blöd und einen sozialen Beruf erlernt, da wollen wir den auch mal richtig scheiße bezahlen, oder? In diesem Land werden Leute gut bezahlt, die uns mit 22-stelligen Kontonummern quälen. Lang und sauber sind die Flure, es riecht nach Desinfektion. In den Betten die Patienten warten still auf der Station. Täglich wird jemand entlassen, täglich kommen neue rein. Täglich schreibst du deinen Namen auf ein eingegipstes Bein. Krankenschwester, Krankenschwester, deine Seele ist so rein. Schon in deiner frühesten Jugend wolltest du ein Engel sein. Morgens drehst du deine Runden und du schaust auf den Befund. Und dann sagst du zu den Kunden, bald sind sie wieder gesund. Morgens bringst du die Tabletten und legst eine Infusion. Danach machst du schnell die Betten und denkst nicht an den Stundenlohn. Krankenschwester, Krankenschwester, Frühstück, Mittag, Abend, Brot. 100.000 Mal das Leben, 100.000 Mal der Tod. Strahlend weiß sind deine Kleider und die Lippen wie Rubin. Traurig schaust du auf die Leiber der Maschinenmedizin. Leise gehst du durch die Flure, damit du hier den Schlaf nicht störst, während du mit deinem iPod Lieder von den Ärzten hörst. Krankenschwester, Krankenschwester, Tochter aus Elysium. Hin und wieder legen wir gedanklich mal den Schalter um. Krankenschwester, Krankenschwester, zwischen Demenz und Psychiatrie bist du der Mensch und über allem schwebt die Pharmaindustrie.
Ich habe oft so, wenn ich so gucke, Medien zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, wir haben hier total die falschen Themen. Es sind immer die falschen Themen. Ich finde ja zum Beispiel, wir brauchen keine Kita-Plätze, wir brauchen Parkplätze. Was glaubt ihr, wie lange ich heute hier durch euren Kurpark gejagt bin, bis ich das Auto irgendwo hinstellen konnte? Wir brauchen einfach mehr Parkplätze, auch einfach für den Fall, dass wenn Fräulein erfolgreich morgens mit ihrem Porsche Calamari oder wie diese Drecksgurke heißt, zur Kita fährt, um ihren halb abgestillten Rotzlöffel den polnischen Erzieherinnen, die auch nichts verdienen, aufs Auge drückt. Anschließend fährt die dumme Kuh weiter, macht ein bisschen Karriere, dann geht sie ins Studio, macht ein bisschen betreutes Laufen, ein bisschen Wellness, ein bisschen Fuckness, ja. Dann noch ein bisschen die Haare machen und abends um 6:30 holt sie ihren fremdelnden Frodo wieder ab und wundert sich, warum er nicht nach Hause will. Ja, da wartet da der Babysitter. Ansonsten haben wir das Problem, dass in diesem Land diese feminisierte Heulsusenpädagogik irreversible Schäden anrichtet. Das ist meine. Ich bin selber früher Lehrer gewesen. Pädagoge, altgriechisch Pädagogos. Das heißt Knabenführer. Das geht so ein bisschen Richtung Boko Haram. Das Problem ist doch bei uns in die Bildung, sind doch diese Frauen, die mit Piepsstimme sich nicht durchsetzen können gegen diese heranwachsenden Kleinkriminellen mit ihren Goldkettchen. Heutzutage ist doch ein Kind, sobald es einen Schniedelwutz hat, wird es benachteiligt von diesen dummen Kühen. Das ist ganz ehrlich. So sieht es nämlich aus. In 30 Jahren werden wir nur noch weibliche Führungskräfte haben. Das ist das Ziel von diesen Kommunistinnen und von diesen Hexen. Dass dieser Tebatz von Elst aussieht wie Gollum, dazu kann er nichts. Aber das Verhältnis zu Frauen ist richtig. Früher wurden auch mal ein paar angezündet. Wenn so eine, allein wie diese Gruppe schon, eine Mäusegruppe, die integrative Murmeltiergruppe, das ist doch alles schwules Zeug. Natürlich. Und wenn mal so eine Gruppe dann mal auf einen Spielplatz geht, gelegentlich soll es ja noch vorkommen, ja, dass sie mal rauskommen in die Natur. Ja, und dann nimmt ein Kind, der kleine Ingo, nimmt einem anderen Kind die Schaufel weg, um anschließend das Kind damit zu verprügeln. Dann kommt natürlich Fräulein Verständnis, weil sie sagt, um Gottes Willen, wir hätten uns doch darauf geeinigt, unsere Konflikte mit Worten zu lösen. Du bist ja richtig gewalttätig. Ich habe richtig Angst vor dir. Es ist doch völlig klar, dass dieser kleine Ingo für den Rest des Lebens traumatisiert ist. Das andere Kind, was vorher eins aufs Maul bekommen hat, das lacht schon lange wieder. Die fragen, oh, was hast du denn da gemacht? Ach, ich habe mich gehauen. Oh, super. Aber der Schwächling, der wird sich für den Rest des Lebens auf die Straße stellen und darauf warten, von Russen verprügelt zu werden. Und hier in Baden-Baden stehen die Chancen gar nicht schlecht. Nicht das ist das Problem. Ich bin ja der Ansicht, dass also Gewalt in der Erziehung ein Muss ist, ein Must. Ich habe ja selber auch Kinder. Jeden Morgen vor dem Frühstück mit der Dachlatte, honk, ein auf die Zwiebel, dann fliegen die Kopfhörer raus, das Pack ist ansprechbar. Und dieses pazifistisch degenerierte Gesindel lernt, es gibt nicht nur Gewalt im Fernsehen und im Internet. Wir müssen doch die Kinder da abholen, wo sie sind. Natürlich kommen dann solche Trullas, wenn ich das mal sagen darf. Eine Trulla, wie Frau Hammer, und sagt, die skandinavischen Bildungssysteme sind aber viel besser. Ich sage, das stimmt. Die machen die Klassen kleiner, um die Opferzahlen zu begrenzen. Und allein, wenn ein Kind Geburtstag hat, was ja gelegentlich passieren soll, nicht, dann wird nicht richtig gefeiert, sondern wird gesungen. Teilen, teilen, das macht Spaß. Wenn jeder teilt, hat jeder was. Teilen. Mit so einer Haltung wirst du nichts bei der Allianz. Oder bei der Deutschen Bank. Deswegen stehen die Inder ja schon Schlange. Ja, düstere Zeiten kommen da auf uns zu. Düstere Zeiten.
Ich habe neulich mal einen Kollegen, das ist schon länger her, also in der Schule. Ich hatte schon 3 Verweise bekommen, weil ich bin sehr gut im Bodycheck. Ja, einfach mal so an der rechten Tischreihe vorbeigehen und den Ellenbogen, ach, Entschuldigung, kann doch mal passieren. Dann habe ich einen Kollegen gebeten, mal einen Schüler in Manndeckung zu nehmen. Nicht gemacht. Nicht gemacht. Und daran sieht man auch diese Vereinsamung. Man ist auf sich allein gestellt. Es gibt nicht mehr diesen Zusammenhalt wie früher. Ich bin sehr deprimiert. Deswegen bin ich froh, dass ich mit dieser Bildung nichts mehr zu tun habe. Nicht mir reicht meine Nachbarin, diese Frau Hammer. Ich bin alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend. Auch Ben Cartwright war alleinerziehend. Das macht man sich gar nicht klar heutzutage. Da kommen sie immer, weißt du, mit Naturschutz und so, nicht? Dass Skigebiete gebaut werden. Ja, ich habe jetzt gehört, dass also jetzt praktisch in Bayern das Sudelfeld, das wird mit dem Aushub von Stuttgart 21 auf 3.500 Meter gebracht. Nicht, damit wir auch Schneesicherheit haben. Ja, und Frau Hammer ist natürlich immer dagegen. Und sagt, die Natur. Ich sage, Frau Hammer, was ist denn die Natur? Was ist die Natur? Das sollen wir so eine grüne Troller mal erzählen. Was ist Natur? Sagt die, die Natur, die ist im Gleichgewicht mit sich. So. Dann kommt der Mensch und macht alles kaputt. Gesagt, Frau Hammer, ich sag's mal so. Die Natur hat uns Menschen jahrtausende lang vor sich hergetrieben. Ja. Jetzt ist es an der Zeit, dass die dumme Sau mal einen zurückkriegt. Wenn es regnen will, es regnet große Pfützen. Darum tragen Kinder, wenn es regnet, Kapuzen. Es liegt im Wetter Gottes Segen. Mal scheint die Sonne, dann fällt der Regen. Das ist natürliche Balance. Freut den Bauern, freut die Pflanze. Aber mittlerweile heißt die Regel, immer wieder steigt der Pegel. Der Heiland reißt die Himmel auf. Es regnet und es hört nicht auf. Klimawandel sendet Grüße und plötzlich hast du nasse Füße. Dann willst du wissen, wer ich bin. Wenn Flüsse reden könnten, dann sag ich dir, ich bin der Inn. Ich will mein Bett zurück, ich will sofort mein Bett zurück. Ich will mein Bett zurück, sonst komm ich wieder. Ich will mein Bett zurück, ich will sofort mein Bett zurück. Sonst komm ich hin. Menschen sind, da wird gesiedelt, Flächen werden fest versiegelt, mein Oberlauf ist aufgestaut, die Ufer werden zugebaut und wo das Wasser nicht abläuft, ersäuft die Welt in einem Fluch, ein feuchtes, nasses Leichentuch, dann kannst du sagen, Jesus Christ. Es Land auf Land ab, Land unter heißt. Ich will mein Bett zurück, ich will sofort mein Bett zurück. Ich will mein Bett zurück, sonst komm ich wieder. Ich will mein Bett zurück, ich will sofort mein Bett zurück. Sind es ein paar Tropfen, die einfach an dein Fenster klopfen, denn über den Balkan zieht ein kräftiges Tiefdruckgebiet. Der Teppich lernte nie zu fliegen, jetzt kann er schwimmen, der bleibt nicht liegen. Du schaust zum Fenster raus und siehst, es gießt. Dann willst du wissen, wer ich bin. All dasselbe, ich bin die Isar, bin der Inn. Verrat mir mal, wo soll ich hin? Ich will mein Bett zurück, ich will sofort mein
Bett zurück, ich will mein Bett zurück, sonst komm ich wieder. Ich will mein Bett zurück, ich will mein Bett zurück. Du bist ein Hightech-Junkie. Du hast das geilste Telefon der Welt. Pass auf, dass dir das geile Teil nicht runterfällt. Du hast ein iPod, ein iMac, ein iPhone, iFuck, iKill. Alles ist I, alles ist Ego. Die DNA sieht aus wie Lego. Die Festplatte stößt ab, der Screen zersplittert. Es hat sich ausgegoogelt, ausgetwittert. Wenn du kein Netz hast, machst du Stress. Ich hab die Schnauze voll von dir. Schreib mir keine Mail mehr, keine SMS. Ich log mich aus. Ich bin nicht länger netzaktiv. Irgendwas willst, schreib mir einen Brief. Nimm ein weißes Blatt Papier, setz dich hin, denk an mich. Und wenn du schreibst, denk ich an dich. Ich wünsche mir von dir Zeit auf Papier. Such dir einen schönen Platz. Schreib Wort für Wort und Satz für Satz. Erfinde Wörter für den Wind. Beschreib mir, ob die Sonne scheint und ob das blöde Hammerkind im Hinterhof noch immer weint. Beschreib mir deinen Tag. Was ist gewesen? Ich will dich lesen. Schwarz auf weiß, nicht diesen digitalen Scheiß. Befrei dich von der Diktatur, der Tastatur. Nimm dir Ruhe, nimm dir Zeit, sag deinem Rechner, tut mir leid, denn der rechnet, wenn du schreibst. Ich möchte, dass du bei dir bleibst. Handschrift ist wie ein Gesicht. Das wusste der noch nicht. Dieser Hightech-Junkie.